ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass sie euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare, ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun Map, und zwar 200 Level Deathrun Easter, so easy. Eine Ostermap und Weihnachten steht kurz vor der Tür, aber egal, es ist eine Map, die Spaß machen soll. Es soll XP für den Battle Pass geben. Wir werden uns anschauen, wie hoch sie sind, ob sie es rendiert, die Map mehrfach zu spielen. Wann es die XP gibt, ob pro Checkpoint, pro gewissen Levelabschnitt und. Wir gucken, ob es Easter Eggs gibt. Wir werden uns anschauen, wie farmfroh die Map ist. Es soll ja eine Ostermap sein. Ich denke mal, die wird farmfroh sein. Wie schwer die Level sind, werden wir uns anschauen. Wir werden schauen, ob sich die Level wiederholen oder nicht. Bei vielen Maps ist es ja so. Und Lobby sieht naja aus, also schlicht und ergreifend einfach. Ansonsten, Sprachchat möchte ich jetzt nicht aktualisieren, aber danke für die Info. Ich würde sagen, ohne lang zu schnacken, Spiel starten. Battle Pass von der Map natürlich in der Videobeschreibung. Und yo, ich würde sagen, wir warten, bis die Barriere weg ist. Oh, es gibt fürs Rennen XP, das kennen wir ja mittlerweile schon. Ist ja nicht die erste Map, bei der wir das spielen. Und ja, gerade einfach mal 200 EP kassiert und jetzt, ja, gucken wir mal. Ich würde gerne wissen, ob es nur fürs Rennen XP gibt. Ja, es gibt nur fürs Rennen XP, das ist schade. Bei 200 Leveln, oh Gott, rendiert sich das dann überhaupt? Ich bezweifle es. Zumal man ja auch ab und zu stehen bleiben muss. Das ist halt, ja... Ich bin halt tatsächlich nicht so der Fan davon, wenn man pro Meter, sag ich jetzt mal, XP bekommt. Sprinten ist auf jeden Fall aktiv, also auch klettern, das ist nice. Nein, das war zu knapp. Ich konnte nicht mehr sprinten. Das ist im Übrigen Map-Version 3. Heißt, boah, bisher nur dreimal überarbeitet worden oder zweimal, je nachdem wie die Auslegungssache ist. Und was ist denn das hier? Easter Egg, 1 von 5. Nur dann. Nein! So sollte man es nicht machen. Aber so hier. Scheint wohl wenig Bugs zu haben, die Map. Aber ich muss sagen, die Map kommt mir auch sehr bekannt vor wie eine andere Ostermap, die wir schon mal gespielt haben. Denn das mit dem Easter Egg zum Beispiel, das war auf jeden Fall wie auf der anderen Ostermap. Eigentlich wie gefühlt auf drei Maps, die ich bisher schon gespielt habe, war das Easter Egg gerade 1:1 gleich. Aber davon lassen wir uns nicht beirren. Wir schauen mal. 200 Level, also wir haben gleich ein Viertel geschafft.
Da bin ich mal gespannt. So, Viertel ist rum. Nein. Bis jetzt, die ersten 50 Level waren recht easy. Hat sich auch nichts wiederholt. Das ist bis jetzt auf jeden Fall schon mal sehr nice. Aber sowas hier hatten wir tatsächlich schon gerade eben. Das da hinten bei Level 59 und 60, sowas hatten wir schon mal. Also, ja, sowas hier hatten wir auch schon, nur dass da auf der gegenüberliegenden Seite keine Schräge mehr war. Ach, wenn der Einfallsreichtum versagt bei manchen. Hört sich hart an, aber ja, ich bewerte ja die Maps und wenn sich hier was wiederholt, ist das für mich ein No-Go. Weil das ist ja dann einfach nur noch langweilig. Und wir wollen ja Spaß haben auf der Map und uns nicht langweilen. So, lass mich raten, kein Easter Egg. Warum auch immer. Aber da ist eins. Zwei von fünf. Und für die Easter Eggs gibt es nicht mal extra XP. Das ist ja langweilig. Sorry, aber da hätte ich ein bisschen mehr erwartet, tatsächlich. So, jetzt kommt Bounce. Natürlich, wie nennt man das? Elektroschock-Bounce-Apparaturen? Ich habe mich darüber nie informiert, wie man das nennt. Aber XP-technisch ist es sehr, sehr langweilig. Also, da muss ich ehrlich sagen, es lohnt sich nicht, die Map zu spielen. Die rendieren sich halt einfach gar nicht. Dafür, dass man die nur zu Fuß kriegt. Also, ja, ist meine Ansicht der Dinge. Papa. Und was ist das hier? Das hat jetzt wieder aufgehört. Das ist ja... Hä? Was hat denn das Ding für einen Sinn gehabt? Das war einfach sinnlos. Kein Easter Egg. Okay, hier kann man einfach drüber rennen. Muss ich sagen, ist geil, aber auch wieder lame, weil, ja. Ich trick's gern die Level aus, um zu sehen, beziehungsweise um zu zeigen, naja, hier, guckt mal, so geht's einfacher. Und das ist halt hier gerade der Fall. Das war mir gefühlt arschklar, dass da eine Falle ist. Da müssten sich die Map-Creator tatsächlich mal was Neues einfallen lassen. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man vergisst zu springen. Also Map an sich, ja, wir sind ja so gut wie durch hier. In den ersten, ich sag mal, 60, 70 Leveln hat sich halt einiges wiederholt. Das hier kennen wir halt auch schon alles. Nur jeweils immer mit den gleichen Fallen und es ist irgendwann langweilig. Das hier ist neu. Sowas hat man gerade eben schon. Ja. Das war gefühlt auch arschklar.
Aber irgendwie haben wir gerade mal nur zwei Easter Eggs gefunden. Ich sehe schon, hier leuchtet es in der Ecke. Hier wird wieder eins sein. Okay, wir haben Easter Egg 3 ausgelassen. Aber das ist mir egal. Sowas hier hatten wir auch schon. Das ist langweilig. Nein, da darf man nicht drauf landen. Wow. Das, was ist das hier mit dem Eis? Hier ist nicht mal eine Falle, Spikes oder irgendwas. Hä? Das ist total sinnlos. Sorry, aber für mich war diese Falle gerade sowas von sinnlos. Klar soll die Map einfach sein, wurde auch so geschrieben, aber ja, nee. Das war halt einfach wirklich schon sinnlos gerade. Das hätte man besser machen können. Sowas hat man doch auch schon. Gefühlt wiederholt sich hier halt gerade eben alles, nur dass die Dinger hier kleiner werden und nicht mehr so groß sind wie zum Anfang. Hätte man da oben wenigstens Spikes hingemacht, um zu sagen, spring nicht da drauf, hätte ich das ja verstanden. Aber das ist wieder so ein richtiger sinnloser Part gerade gewesen. Und die Bounce-Teile funktionieren halt einfach gar nicht, wie man gerade gesehen hat. Ja. Die funktionieren gar nicht, also... Was soll ich sagen? Nee. Einfach nee. Ach, jetzt wird die Map halt einfach gerade eben wirklich nur noch langweilig, weil man das alles gefühlt schon mal hat, ne? Außer, dass ich sterbe, das hat man nicht so oft dieses Mal tatsächlich. Ach komm, wir holen es uns einfach mal, auch wenn wir es so ins Ausgelassen haben. Das hier hat man auf jeden Fall schon nochmal, das ist lame. Das hier ist lang... Das ist alles sinnlos hier! Dann hätte... Warum? Eisschuhe und Eiskleider, warum? Das braucht man doch gar nicht. So, wir sind durch. Finde Gegenstände Roherz, aha. Sieh exklusive Items. Zeig mal her. Was? Ich habe 800 Gold und ja, da müsste ich die Map ja nochmal... Ah, vergiss es. Okay. Das ist einfach nur alles hier überteuert, so wie man das sieht. Was soll ich sagen? Map in meinen Augen lohnt sich von den XP her überhaupt nicht. Kann ich nicht weiterempfehlen. Level sind langweilig. Es ist gefühlt irgendwie immer das gleiche, alle 40, 50 Level. Die Bodendinger, wo man rutschen tut oder hochspringen, es ist sinnlos gemacht, weil dahinter einfach direkt ein Checkpoint ist. Die eine Falle, die wir da gerade gesehen haben mit den Bounce Pads, oder keine Ahnung, wie man die Dinger nennt, die einfach kaputt sind, die gar nicht bouncen, die sind hier total verbuggt auf der Map. Einfach nur sinnlos. XP rendieren sich halt überhaupt nicht. Ich habe gerade jetzt in den 200 Leveln 2000 EP gefarmt, die mir dem Battle Pass gut geschrieben wurden. Lohnt sich halt überhaupt nicht. Ich kann für mich die Map nicht weiterempfehlen. Vor allem, es wurde groß angepriesen. Es gibt, wenn man die 200 Level geschafft hat, noch ein großes Secret. Wir haben tatsächlich doch alle Easter Eggs. Nicht Secret, sondern irgendein Bonus-Scheiß, den man anscheinend hier hat, wo ich nicht reinkomme, obwohl ich alle 200 Level gemacht habe. Ich habe alle 200 Level gemacht, da hinten sieht man halt einfach nur die Automaten, hier kommt man nicht rein, ganz creepy.
Map ist nicht empfehlenswert und das war's dann auch von mir. Jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.